Im Befehlszähler steht jeweils die Adresse des aktuellen Befehls. Diese Adresse bezieht sich auf das Speicherwerk, genau genommen auf die Zelle innerhalb des Speicherwerks, in der der aktuelle Befehl steht. Die Adresse wird also vom Befehlszähler aus über das Bussystem an das Speicherwerk geschickt und das Speicherwerk schickt den entsprechenden Befehl zurück an die CPU, welche diesen Befehl innerhalb des Befehlsregisters ablegt. Anschließend kann das Steuerwerk auf den Befehl zugreifen und alle weiteren Schritte zu dessen Ausführung einleiten. Im nächsten Schritt erweitern wir nun unsere Vorstellung vom Bussystem ein wenig. Wie wir gerade gesehen haben, wurde ja das Bussystem benutzt, um die Adresse des aktuellen Befehls von der CPU zum Speicherwerk zu übertragen und das Speicherwerk schickte dann den entsprechenden Befehl zurück. Damit es hier keine Kollision auf dem Bus gibt und insbesondere die Übertragung schneller gehen kann, wird im Bussystem unterschieden zwischen einem Adressbus und einem Datenbus. Über den Adressbus laufen die Adressen von der CPU zum Speicherwerk und über den Datenbus kommen die Daten vom Speicherwerk zurück zur CPU. In dieser kleinen Animation sehen wir eine sehr vereinfachte Darstellung. Wir haben in diesem Beispiel jeweils ein Paket aus 8 Bit, diese 8 werden aber in der Realität natürlich nicht so als Paket übertragen, sondern es ist notwendig, dass für jedes einzelne Bit, was übertragen werden soll, eine gesonderte Leitung existiert. Bei einer Registerbreite von 8 Bit sind dementsprechend 8 parallele Leitungen notwendig. Bei 64 Bit Registerbreite sind es 64 parallele Leitungen. Da das in dieser Grafik den Rahmen sprengen würde, was man noch sinnvoll einzeichnen kann, wird gerne in Fachbüchern auf eine vereinfachte Darstellung zurückgegriffen. Man zeichnet nur eine einzige Linie ein und durch diesen kleinen Strich mit der kleinen Zahl daran notiert man, wie viele parallele Leitungen diese eine Linie repräsentieren soll. Damit ist dann klar, dass genau so viele Bits parallel übertragen werden können. Ebenfalls klar dürfte sein, dass auch Adressbus und Datenbus jeweils aus einer Reihe an parallelen Leitungen bestehen. Man nennt dies die Breite des Adressbusses bzw. die Breite des Datenbusses. Dabei muss es keineswegs so sein, dass Adressbus und Datenbus dieselbe Breite haben.